Grünen spricht Herr Kollege Pring. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe mich ja richtig auf die Debatte heute gefreut, aber es war wieder der Original Christian Lindner. Messias mit beschränkter Haftung. Wie man an der Stelle, ich muss das wirklich sagen, er zitiert Gabriel, die Energiewende ist von den Verantwortlichen unterschätzt worden. Und dann kommt aber die FDP, wusste es schon 2012 und 2013. Ein derartig albernes Ablenkungsmanöver. Wenn man mal ein bisschen nur in der Politik guckt, wer war 4 Jahre Bundeswirtschaftsminister und Vorgänger von Sigmar Gabriel? Ja? Die Herren hießen Brüderle und Rösler. Und wer hat jedes Mal, wenn von Altmaier ein vernünftiger Vorschlag kam, eine Stunde später das Ding zerschlagen? Wer hat sich geprügelt wie die Kesselflicker und nach dem Fukushima-Atomausstieg nichts mehr hingekriegt? Genau die Komplexität der Aufgabe vernachlässigt. In allererster Linie der Bundeswirtschaftsminister, die Bundeswirtschaftsminister, die federführend zuständig waren. Das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn man eins anerkennen muss, dann muss man anerkennen, dass der Bundeswirtschaftsminister für die Debatte, die wir jetzt hier führen, die ja nur ein ganz kleiner Teil der notwendigen Debatte ist, die Eckpunkte schnell geliefert hat. Dann können wir über die Eckpunkte streiten. Da gibt es Sachen, über die zu streiten ist. Aber dass sie auf dem Tisch liegen, während sie vorher jahrelang nicht auf den Tisch gekommen sind, keine Diskussionsgrundlage da war, das muss man anerkennen, weil die Aufgabe tatsächlich drängt. Weil nämlich alle, die investieren wollen, ob konventionelle, ob moderne Gaskraftwerke, ob erneuerbare, keiner weiß jetzt mehr, woran der ist. Und sogar diejenigen, die 4, 5 Jahre an Investitionen gearbeitet haben, die wir zusammen motiviert haben, tätig zu werden, stehen jetzt vor dem Aus praktisch und wissen, dass sie viel Geld unter Umständen umsonst investiert haben. Und da ist der Vertrauensschutz notwendig. Und lieber Kollege Kuven, das war Mickey-Maus-Kino. Das war nicht im Ansatz das, was notwendig ist und worauf viele Leute warten, die Ihnen auch nahestehen. Da hätten Sie lieber Herrn Hovenjürgen oder Herrn Fehrig reden lassen sollen. Die wissen an der Stelle genau, was an diesen Momenten bei denjenigen, die über Jahre geplant haben, tatsächlich die Leute umtreibt. Und Sie haben eine Vereinbarung getroffen, CDU und SPD in der Bundesregierung. Die Eckpunkte sind wesentlich detaillierter. Und ich will es Ihnen zeigen und ich will es auch Kollege Laschet Ihnen gerne sagen. Weil ich habe ja hier in den Händen, habe ich Ihnen eben gezeigt, eine Koalitionsvereinbarung. Da müssen jetzt die SPD-Leute tapfer sein. Da steht drüber CDU-Grüne, Städteregion Aachen. Ich war bei der Unterzeichnung dabei. Armin Laschet hat sie mit unterschrieben. Und da steht drin, Zwischenziel Städteregion Aachen bis 2030 75% erneuerbare Energien. Da habe ich unseren Thomas Griese gefragt, wieso macht ihr so ein hohes Ziel? Da sagt er, das war Originalwahlprogramm der CDU. Wir konnten doch nicht als Grüne weniger verlangen. So. Und lieber Armin Laschet, ich will ganz konkret werden, weil das deutlich macht, warum wir an den Eckpunkten arbeiten müssen. Unsere Stadtwerke Aachen haben, nachdem im Land ja 5 Jahre lang, Wittke ist zitiert worden, eine Blockade war, im Vertrauen auf das, was wir da vereinbart haben, angefangen zu investieren. Und unsere Stadtwerke Aachen stehen jetzt da und sagen uns, 240 Millionen Euro, die dieses Jahr in Bau gehen könnten, an denen wir 4 Jahre gearbeitet haben, stehen auf der Kippe, wenn die Eckpunkte umgesetzt werden. Und ich sage, in den Eckpunkten, da stehen nämlich Sachen drin, die nicht Gegenstand der Verhandlungen waren. Wer da schreibt, am 22. Januar muss die Genehmigung vorliegen. Der weiß auch genau, dass das nicht machbar ist. Wir können nicht so kurzfristig gegenüber den Akteuren handeln. Und das, was in der Städteregion Aachen ist, sind im Kreis Steinfurt rund 400 Millionen. Das heißt, wenn man fair mit denen umgeht, die so einen Vorlauf haben, bei Akzeptanz, dass die Vergütungen in Zukunft auch sinken werden und dass sie auch angepasst werden müssen nach unten, da sage ich als Grüner nicht nein, das ist völlig richtig. Der muss diesen Vertrauensschutz auch gewährleisten. Josef Hovenjürgen weiß das ganz genau, Hubertus Fehrig weiß das auch. Hubertus, wir waren bei euch oben im Raum Höxter, ihr macht das genauso. Wir haben alle die Kommunen aufgefordert, tätig zu werden, die Stadtwerke. Und mit denen müssen wir da auch sorgfältig umgehen. Und ich will es weiter fachlich machen an der Stelle. Man kann mit einem atmenden Deckel die Photovoltaik eingrenzen. Ich kann, atmender Deckel heißt, ich limitiere die Zahl der Leistung pro Jahr, die ich gewähre. Ich kann das bei PV machen, weil da entscheidet sich jemand, ich mache Photovoltaik, bestellt die Anlage und hat die 6 Wochen später auf dem Dach. 3 Monate, wenn sie größer ist oder sowas. Bei Windkraft habe ich einen Vorlauf, das kennen wir alle aus den Kommunen, von 4 Jahren.
Ich muss über eine Vegetationsperiode Risiken, Schäden für Natur und alles andere beobachten. Ich brauche Planungsvorläufe, kommunale Mehrheiten, alles. Wir wollen ja die kommunale Autonomie nicht antasten. An der Stelle, die entscheidet, ob sie Standorte ausweist. Wenn das so ist, brauche ich mehrere Jahre. Da kann ich nicht mit einem atmenden Deckel operieren. Josef, du weißt das ganz genau. Du bist bei dir selber tätig in der Gegend. Insofern, wenn ich als Grundziel habe, das hat die Große Koalition, die Erneuerbaren weiter auszubauen, kann ich als Grüner wieder sagen, ich will 5% mehr, aber das ist egal. Aber wenn ich das als Grundziel habe, dann kann ich nicht gleichzeitig Bedingungen schaffen, die es handelnden Akteuren unmöglich machen, das umzusetzen. Und keine landwirtschaftliche Genossenschaft, kein Bürgerwindpark kann über 4 Jahre im Voraus planen, mehrere hunderttausend Euro in die Hand nehmen, Fachprüfungen machen, wenn ihnen dann gesagt wird, da ist ein atmender Deckel und wer weiß, was du in 4 Jahren kriegst und ob dann an der Stelle du auch tatsächlich da reinkommst. Da gibt es keine Bank, die das finanziert. Insofern sind das ganz konkrete Punkte, die, das akzeptiere ich, nicht Gegenstand der Koalitionsverhandlungen waren, die in den Eckpunkten drinstehen und bei denen wir nachbessern und nachverhandeln müssen. Und dann wissen wir alle, Koalitionsvertrag ist das eine, die konkrete Ausgestaltung ist das andere. Dass wir bestimmte Punkte da etwas anders sehen oder etwas stärker fokussieren als unser Koalitionspartner, ist völlig nachvollziehbar. Mir wäre ja lieb, wenn Sie beide auch an der Stelle konkret in den Sachen argumentieren würden. Dann könnten wir darüber streiten. So müssen wir es regeln. Wir haben es in Nordrhein-Westfalen geregelt und die Blockade aufgebrochen. Und ich bin zuversichtlich, jedenfalls jetzt noch, weil ich weiß, wir haben einen Koalitionsvertrag, der ist in den Zielen klar, dass wir es auch schaffen werden, im Diskurs mit Berlin dafür zu sorgen, dass das hier in Nordrhein-Westfalen nicht aufhört, sondern weitergeht an der Stelle. Das wird unsere Arbeit sein und da werden wir genauso weiterarbeiten. Und deswegen kann ich sagen, die Koalitionsvereinbarung in Berlin ist die Grundlage. Eckpunkte sind vorgelegt. Es gibt viel, viel größere Probleme, Marktgestaltung, Speicher in den Markt bringen und, die alle noch vor uns liegen. Aber nach 4 Jahren der Agonie ist das wenigstens ein Schritt nach vorne, über den man diskutieren kann. Und der Rest ist hier dann unsere Arbeit für NRW. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da noch was hinkriegen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.